Das Happy End ist erst der Anfang. Das Zusammentreffen zweier Seelenmenschen in einem Leben ist ihre Bestimmung. Der Legende zufolge gibt es für jeden Menschen eine Seelenhälfte, die zu seiner perfekt passt. Die Begegnung dieser beiden wird ein magischer Moment sein, der offensichtlich nicht von dieser Welt ist. Nicht in jeder Reinkarnation treffen sich die beiden. Manchmal müssen sie eine Runde aussetzen. Doch was passiert, wenn es soweit ist? Seelenhälfte 1 und 2 treffen sich, erkennen einander und wissen ab der ersten Minute, dass der Weg, der nun vor ihnen liegt, ein gemeinsamer sein wird. Wir möchten uns heute ansehen, wie es mit einer Liebe weitergeht, nachdem die beiden Seelenhälften wieder zusammengefunden haben. Nummer 1. Du fühlst dich ganz. Beginnen wir mit dem Naheliegenden. Hat sich ein Seelenpaar endlich gefunden und die verschiedenen Phasen des Zusammenkommens erfolgreich absolviert, steht einem Happy End nichts mehr im Wege. Berauschend ist diese Liebe allemal, doch das Beste daran ist das Gefühl, das sie ihren Protagonisten vermittelt. Die meisten Menschen wissen oder vermuten zumindest ihr ganzes Leben lang, dass ihnen etwas fehlt. Wir spüren es intuitiv, dass wir so nicht vollständig sind. Dieser Verdacht äußert sich auf verschiedene Art und Weise, manche gehen ihm auch nach. Doch erst nach der Wiedervereinigung zweier Seelen wird klar, welches Puzzleteil wir all die Jahre vermissen mussten. Viele Menschen finden daher erst in einer erfüllenden Partnerschaft ihr Lebensglück. Wir denken, es liegt an der Liebe oder dem Ankommen im sicheren Hafen einer Beziehung, dass wir uns geborgen und angenommen fühlen. Tatsächlich aber liegt es an der wiedererlangten Vollkommenheit unserer Seele. Nummer 2. Eure Energien bleiben für immer verbunden. Alle Seelenpaare spüren ein deutliches Déjà-vu, wenn sie einander zum ersten Mal begegnen. Tatsächlich ist dieser Erstkontakt ja auch gar keiner, sondern ein Wiedersehen, das aber unter Umständen einige karmische Endlosschleifen hinter sich hat. Energetisch jedoch sind wir seit jeher miteinander verbunden. Dieses Band verstärkt sich natürlich, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen. Die Schwingungen, die ein Zwillingsseelenpaar verströmt, sind für Außenstehende deutlich wahrzunehmen. Es sind diese besonderen Verbindungen, die ständig miteinander im Kontakt zu stehen scheinen, sogar wenn sie schweigen oder sich an verschiedenen Orten aufhalten. Wie sehr Dualseelen dazu bestimmt sind, einander über den Weg zu laufen, merken diese oft erst, wenn sich ihr gemeinsames Leben eingespielt hat. Der Weg bis dahin ist nämlich nicht immer leicht, nur weil er vorherbestimmt ist. Nummer 3. Dein Horizont hat sich beachtlich erweitert. Unsere besseren Hälften machen uns zu besseren Menschen. Sie sind die perfekte Ergänzung für alles, was uns fehlt und was wir nicht besonders gut beherrschen. Umgekehrt leisten wir dasselbe für sie. Auf dem Programm steht ab sofort gemeinsames Wachstum. Zwei Dualseelen bleiben niemals an Ort und Stelle, was ihre persönliche, intellektuelle oder spirituelle Entwicklung anbelangt. Hier entsteht eine Dynamik, wie sie nur Seelenverwandte erfahren können. Das Geniale an dieser Transformation ist, dass sie sich auf zwei verschiedenen Ebenen parallel vollzieht. Einerseits wächst jeder der beiden Partner für sich in dieser Beziehung und sie oder er wächst dabei auch über sich hinaus. Die zweite Ebene ist die gemeinsame. Hier vollzieht die Partnerschaft eine Metamorphose, indem beide Protagonisten am selben Strang ziehen. Keine dieser Seelenhälften bleibt daher dieselbe, weder als Individuum noch als eine Hälfte dieses Ganzen. Nummer 4. Du fühlst dich schlecht. Ja, auch durch diese Phase müssen wir hindurch, wenn wir unsere verloren geglaubte Seelenhälfte endlich wiedergefunden haben. Was genau passiert hier mit uns? Wir lassen erstens ein Leben hinter uns, das höchst unvollkommen war. Das war uns zum Teil bekannt, zum Teil fällt uns diese Erkenntnis aber auch erst jetzt wie Schuppen von den Augen. Zweitens erscheinen uns unsere bisherigen Beziehungen wie pure Zeitverschwendung.
Eine Menge Menschen geben sogar offen und ehrlich zu, dass sie sich am liebsten für ihren Seelenzwilling aufgespart hätten, wäre diese Entwicklung vorhersehbar gewesen. Sie bereuen jeden Kuss und jede zärtliche Geste, die sie jemals zuvor an einen Menschen verschwendet haben. Rückblickend waren viele von ihnen ihrer Zuneigung schlichtweg nicht würdig. Aber auch der ganze Druck und Stress eines Lebens in Ungewissheit fällt jetzt von dir ab. All diese Flut an negativen Emotionen will erst einmal verarbeitet werden. Nummer 5. Synchronizitäten ereignen sich. Wie immer im Leben, wenn die höheren Mächte ihren Willen demonstrieren möchten, dürfen wir das Unerwartete erwarten. Ereignisketten treten dann ein, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Wir denken am Vormittag an einen Menschen aus unserer Vergangenheit und nachmittags steht er leibhaftig vor uns beispielsweise. Solche Zufälle sind immer ein göttlicher Fingerzeig, der uns beruhigen und absichern soll. Alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es bekanntlich noch nicht das Ende. Es ist ein kosmisches Großereignis, wenn sich zwei Hälften einer Seele zusammentun. Aus Sicht des Universums hat sich hier nicht nur eine Bestimmung erfüllt. Auch einen weiteren Meilenstein unseres Seelenplans können wir damit abhaken. Nummer 6. Das Ende ist erst der Anfang. Falls du dich im Kino jemals gefragt hast, wie es nach dem Happy End für die frisch Verliebten weitergeht, Seelenverwandte können hier aus dem Nähkästchen plaudern. Denn das Leben beginnt für Zwillingsseelen tatsächlich erst dann so richtig, wenn sie ihr fehlendes Gegenstück gefunden haben. Viele Menschen beschreiben diesen Lebensabschnitt wie das Erwachen nach einem langen Schlaf oder einem tranceähnlichen Zustand. Wie wachgeküsst und neugeboren. Auch so könnte man diese Phase der Zweisamkeit von Seelenmenschen beschreiben. Zweifellos hat nicht jeder Mensch diese Wirkung auf uns. Das ist gewiss. Unser heutiges Fazit: Der Rest deines Lebens kann jederzeit beginnen. Falls du deine fehlende Seelenhälfte noch nicht getroffen hast, nur Mut. Es dauert manchmal und die Zeit bis dahin kannst du sinnvoll nutzen. Mach das Beste aus dir und deinem Leben, denn genau darin liegt unsere Bestimmung. Deine Zwillingsseele wird dich fraglos beflügeln und bereichern, ergänzen und komplettieren. Aber je näher du deinem großartigen Ich bereits gekommen bist, wenn es soweit ist, desto besser für euch beide. Der Zweck unseres Lebens liegt immer im Wachstum. Wir können das über weite Strecken allein tun. Aber schöner und erfüllender ist es natürlich zu zweit. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.